Servus, grüß euch und damit herzlich willkommen hier zurück auf unserem Kanal. Schön, dass du wieder reinschaltest für eine neue Map-Vorstellung. Ja, diesmal geht es hier um die Kyle Lake Mining Map. Und ja, was das Interessantes gibt, das gucken wir uns einmal gemeinsam an. Ja, eine Wundertüte so gesehen. Und, oh ja, also hier wird man ja schon mal sehr freundlich empfangen. Ja, also hier haben wir ein bisschen Baustelle, Schutt, Müll. Man könnte angenehmer empfangen werden. Ja, wir wollen auf jeden Fall mal hier uns die Karte anschauen. Dazu gehen wir einmal kurz noch in die Beschreibung. So. Und zwar steht hier nämlich, genau, ihr müsst einmal die Datei entpacken. Ihr kriegt nämlich ein ZIP-Archiv. Da sind ein paar Zusatzmods enthalten, die natürlich ganz normal in euren Ordner liegen. Ja, alles, was sie brauchen, ist enthalten. Goldbergbau, Wald und Wildnis, zwei Bergbauhöhlen, eine kleine Stadt und Verkaufspunkte soll es geben. Joa, so viel an Informationen. Und wir gucken mal, was so Sache ist. Also, wir sehen hier auf jeden Fall schon mal KI-Verkehr rumfahren. Ja, da vorne sehe ich schon mal was leuchten. Das sieht mir ganz nach Händler aus. Irgendwie ist es aber trotzdem schon witzig gemacht hier mit den alten, vergammelten Fahrzeugen. Okay. Aber Fahrzeuge ist genau das Stichwort, was ich gerne haben möchte. Und wir gucken mal, ob wir irgendwas gestellt kriegen. So, wir haben auf jeden Fall mal keine gekauften Fahrzeuge. Die müsst ihr euch also erstmal verdienen. Wir sind natürlich wie immer hier im neuen Farmer-Modus unterwegs. Haben wir irgendwas gemietet? Nee, haben wir auch nicht. Dann gucken wir weiter ins Baumenü. So, Landschaftsbau. Jo, also texturtechnisch, Bodentexturen kann man mitarbeiten, würde ich sagen. Gibt auch welche, die haben mehr und manche haben weniger. Ja, von den Bäumen her, da haben wir auch eine sehr große Auswahl. Das passt. Und hier haben wir ein bisschen bunte Blumen und ein paar Hecken, Büsche. Das gefällt mir, passt. So, dekomäßig Zäune, Lampen, sonstiges brauche ich nicht drauf eingehen. Die sind standardmäßig verfügbar. Und hier sind wir dann mal den Tieren. Da haben wir definitiv auch Standard, muss ich gleich mal hier einmal kurz gucken. Produktionsmäßig. Haben wir hier auf jeden Fall ein paar Zusatzsache. Und zwar hier in dem Mod, wie gesagt, im Ordner drin. Goldwaschanlage. Dann hier, ah ja, der Goldwaschroom. Und Gold schmelzen. Ja, Verkaufsstation gibt es dann auch ein paar separate, wo ihr dann halt ein paar die Zusatzgüter verkaufen könnt. Gewächshäuser, Plantagen, Generatoren sind gleich und gebäudemäßig, ja, sind wir hier auch im Standardbereich. Und jetzt bin ich mal am Schauen. So, hier haben wir nochmal Händler. Da drüben, das dürfte hier nach der Tierhändler sein. Das funktioniert.
So, hier können wir eine Produktionsgebäudespinnerei für 60.000 Euro kaufen. Welches Gebäude? Ich sehe kein Gebäude. Ich habe hier nur eine Abladetrigger. Interessant. Oder erscheint das Gebäude dann? Das wäre jetzt mal interessant zu wissen. Ja, ich würde sagen, es ist Zeit auf jeden Fall erstmal für den Blick auf die Karte. So sieht die Karte aus. Wir sind jetzt hier unten. Fahrzeughändler haben wir gesehen. Spinnerei. Viehhandel. Supermarkt. Tankstelle gibt's. Sägewerk. Ja. Und halt sehr gut Verkauf. Also eigentlich alles hier erstmal zentral vorhanden. Wir machen mal kurz hier eine kleine Erkundungstour. Direkt. Ah ja, genau. Oh, das schaut aber auch nice aus hier. Ich glaube, wir müssen mal kurz ein bisschen in die Luft gehen. Aha. Boah. Warum nicht? Also ich hätte mir hier definitiv ein paar mehr Gebäude gewünscht. Anstatt nur hier einem Trigger. Oder wir gehen mal kurz auf Land kaufen. Okay, Land können wir nur einmal alles auf einmal kaufen. Schade. Ich würde behaupten, da fehlt definitiv das Gebäude. Wenn wir schon hier im Menü sind, gehen wir mal kurz durch, wie das Ganze hier ausschaut, was wir alles haben. So, Steinhaar ist das letzte. Offiziell Asphalt, Kohle, Tailings, Concrete, Limestone, Dirt, Gravel, Sand, Iron. Was soll man das ist? Gute Frage. Zement. River Sand, River Sand, okay, mit P. Ah, wahrscheinlich einmal normal oder halt fein, keine Ahnung. Rubber ist Gummi, dann Reifen. Also ihr seht, wir haben hier eine ganze Menge. So, Feldmission gibt's keine. Produktionsketten haben wir auch noch nichts. Gut. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal kurz den Überflieger. Und gucken uns mal die Karte hier von oben an. Also so ist es hier ja echt schön gemacht, muss ich sagen. So, okay. Ich wollte gerade sagen, also eine Map-Kollision gibt es hier auf jeden Fall. Man kommt hier nicht rüber. Das ist schon mal viel wert. Ja, und sonst gibt es hier so viel Bäume, dass man vor lauter Wald die Bäume gar nicht sieht. So, was ist das hier? Hab da was gefunden. Okay, also ich würde mal behaupten, das gehört hier nicht hin. Man kann also nicht damit interagieren. Also schaut doch auf jeden Fall mal echt ansprechend aus. Ja, also man sieht hier, wir haben hier definitiv ein paar Straßen, die das Ganze durchziehen.
Und die ganzen Forstbiber unter euch, die kommen, denke ich mal, hier direkt auf eure oder auf ihre Kosten. Ja, hier habe ich gerade was gefunden und gesehen, da steht ein Baum im Wasser. Ich glaube, der gehört dann nicht hin. Und Gott sei Dank haben wir diesmal keinen Pickup, weil sonst würde der hier direkt erstmal gnadenlos versenkt. Jetzt will ich nur noch mal schauen. Irgendwo war doch der Bergbau. Den suche ich jetzt gerade. Denn auf der Karte ist er nicht verzeichnet. So, also hier haben wir jetzt mal unseren Startplatz. So, normalerweise müsste ja hier irgendwo. Also man kann das auf der Vorstellungsbild, da gibt es irgendwo unterirdisch ein Bergbau, ein Bergabbaugebiet suchen. Ich folge hier mal den Straßen. Wer weiß, ob wir da irgendwo rauskommen. Aber vermutlich wird es irgendwo versteckt sein. Also ich habe es jetzt hier auf Anhieb mal nicht gesehen. Vielleicht kann das ja mal jemand reinschreiben, der es schon gefunden hat. Also sehr interessant und mysteriös. Okay, wir haben auf jeden Fall hier schon mal einen Aussichtsturm gefunden. Das ist auch schon mal nicht schlecht. Aber nicht das, was wir brauchen. Also er hat ja geschrieben, zwei Bergbauhöhlen. Aber wo sind die Höhlen? Wo findet man die? Es macht ja eigentlich nur Sinn unter dem Berg irgendwo. Also ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr das schon gefunden habt. Würde mich echt mal interessieren, wie gut das hier versteckt ist. Oder woran man erkennt, wo das sein soll. Oder muss man hier noch tiefer in den Wald rein? Okay, also sehr, sehr spannend. Ich kann es jetzt auf die Schnelle nicht euch sagen und zeigen. Mysteriös, mysteriös. Gut, aber wie gesagt, wenn ihr das wisst, schreibt es gerne rein. Die anderen werden sich sicherlich freuen.
Ja, dann gucken wir auf jeden Fall noch mal kurz rein. Und zwar unter Fahrzeuge. Schauen, ob wir da irgendwas Diverses drin haben. Forstmaschinen. Nee. Gehen wir mal bei Radlader. Nee, auch nicht. Denn normalerweise. Okay, also irgendwas passt da nicht, würde ich behaupten. Deswegen, wir gucken uns nochmal die Lok an. Vielleicht erklärt die uns irgendwas. Okay, und da sehen wir schon mal was. Warning. Index nicht gefunden. Lua Cold Stick. Eieiei, das ist ja schon mal nicht so schön. Index not found. Okay, also der haut hier definitiv die Lok voll. Irgendein Problem mit der Selling Station. Ja. So, da haben wir noch ein Warning. Okay, aber da ist ein Problem mit dem Fill-Type Diesel. Okay, da ist irgendwie Bilddatei. Nicht richtig. Ja, da ist ordentlich was geladen. So. Hier hat er lädt auf jeden Fall die Mods rein, nur ich finde sie nicht. Und zwar dieses den Volvo zum Beispiel. Mining Bucket. Also, da müssen wir auch nochmal kurz schauen. Es kann ja nicht sein, dass wir das hier alles nicht finden. So, Error Missing XML File Attribute. Aha, Fußgänger. Okay, also wir haben hier auf jeden Fall noch etliches an Problemen. Mein Fazit, also man kann echt auf dieser Karte aufbauen, hätte ich gesagt. Aber wie seht ihr das? Schreibt es gerne mal unten rein, falls ihr da anderer Meinung seid. Und jo, ich würde dann an dieser Stelle hier schon zum Ende kommen und mich wie immer fürs Zuschauen bedanken. Lasst gerne ein Abo oder ein Like da oder ein Däumchen. Das wäre natürlich ein Träumchen. Ja, und an dieser Stelle, wie immer, aktiviert das Glöckchen, wenn ihr hier nichts verpassen wollt auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, jo. Ciao, ciao.